Dann kommen wir zu den Prioritäten der heutigen BVV. Und da ist als erstes aufgerufen der Dringlichkeitsantrag der Fraktion Die Linke mit Drucksachennummer 322 aus 9, Schnellbauschwimmhalle für Lichtenberg. Wird das Wort zur Begründung gewünscht? Herr Wolf, bitte. Frau Vorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich frage mich immer wieder, ob man eigentlich zwei oder drei Wahlperioden in der BVV sein muss, um noch zu erleben, dass bestimmte Bauprojekte tatsächlich realisiert werden, weil die sich doch schon hinziehen. Das erleben wir ja immer wieder. Und dann gibt es natürlich Gegenbeispiele. Das sind zum Beispiel die Schnellbauschulen. Es gibt aber neuerdings beziehungsweise seit dem letzten Jahr auch Schnellbauschwimmhallen. Und ich kann mir vorstellen, ich habe ja mit einigen schon gesprochen, dass wir für unseren Antrag heute auch eine Mehrheit hier der BVV hinter uns bekommen. Ich möchte explizit dafür werben, gerade wie Sie wissen, weil Lichtenberg bei der Standortentscheidung für ein Frei- und Kombibad Ost nicht priorisiert wurde, also hinten runtergefallen ist, kann man auch sagen. Keine Frage, wir freuen uns bei der Standortentscheidung natürlich für die Marzahner. Auch dort gibt es ja kein Freibad. Und Lichtenberg hat allerdings auch Bedarf. Auch zu uns ziehen immer mehr Familien. Es gibt einen Bedarf an Wasserfläche. Wie Sie wissen, keinen Schwimmunterricht in Corona-Zeiten. Es gab geschlossene Hallenbäder, Zeitfenster bis vor einigen Monaten noch. Und all das führt natürlich dazu, dass die erforderlichen Schwimmeinheiten der Kinder und Jugendlichen beispielsweise nicht durchgeführt werden können. Jetzt ist zu wissen, das steht ja auch im Antrag, dass Lichtenberg durchaus bei der Frage damals, ob wir ein Kombibad bekommen, Vorarbeit geleistet hat. Vielen Dank ans Bezirksamt. Das Bezirksamt hat ein Gutachten in Auftrag gegeben und Standorte identifiziert. Zum Beispiel steht auch im Antrag drin die Landsberger Allee, Zwischenpumpwerk und entlang des Tierparks. Das waren alles Möglichkeiten, wo es durchaus also geeignet wäre, so ein Bad, damals Kombibad, zu bauen. Und letztes Jahr wurde ich hellhörig, als dann eben auf dem Gelände des Prinzenbades, ich präzisiere es hier nochmal, die Schwimmhalle Kreuzberg errichtet wurde. Also auf dem Gelände des Prinzenbads wurde also eine temporäre Schnellbauschwimmhalle errichtet, aufgestellt in sehr wenig Zeit. Es waren, glaube ich, sogar nur ein paar Wochen oder wenige Monate, verhältnismäßig geringe Baukosten. Und diese Schwimmhalle kann sich also durchaus sehen lassen mit einer Bahnlänge von 25 Metern, also mit regulären Schwimmhallen messen lassen. Naja, und wenn eins typisch für Berlin ist, dass ja viele Provisorien bei uns doch länger stehen und dann Tatsache auch länger halten. Ich finde jedenfalls 10 bis 15 Jahre, und die müssten wir auch für ein Kombibad rechnen, in denen es erwartbar mehr und mehr Nichtschwimmer geben wird. Das zeichnet sich ja schon heute ab, hat sich in den letzten Jahren abgezeichnet, sollten wir also durchaus die Chance nutzen, und eben für Lichtenberg heute hier, deshalb haben wir den Antrag auch als Priorität benannt, die Werbetrommel für eine Schnellbauschwimmhalle rühren. Die finanziellen Voraussetzungen, die wurden vom Abgeordnetenhaus geschaffen. In Nachverhandlungen wird den Berliner Bäderbetrieben eben mehr Geld zugesprochen, sodass das Vorhaben finanziell abgesichert wäre. Das ist aber nicht alles. Wir brauchen den Willen heute, den wir hier in der BVV möglichst artikulieren und unterstreichen mit diesem Antrag, dass die Schwimmhalle, die Schnellbauschwimmhalle zu uns kommt. Wir müssen also frühzeitig den Bedarf anmelden und natürlich, und das ist, glaube ich, keine leichte Aufgabe, die Eigentümerin der Flächen, sofern es private Flächen sind, natürlich mit ins Boot holen, denn ohne die verfügbaren Flächen wird es keine Schnellbauschwimmhalle geben, und ich bitte heute um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank.